Hallo Leute, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Twins Talk. Ich bin Anna, weil neben mir sitzt Maria und ich glaube, ich sehe richtig fertig aus gerade, wenn ihr auf YouTube schaut. Ja, es ist Montag und wir haben uns heute zusammengesetzt und nehmen eine Podcast-Folge auf. Beziehungsweise, wenn ihr die Folge hört, ist es Sonntag. Wir produzieren ja mal vor. Und heute geht es um das Thema Extremhunger. Das habt ihr euch gewünscht. Also wir haben einen Fragesticker bei Instagram einfach eingefügt und da kamen verschiedene Themenvorschläge, unter anderem Extremhunger. Wie laut ist bitte dieser Geschirrspüler? Ja, das hört man aber nicht. So. Und ich würde sagen, da ich so wunderschön diese Podcast-Folge vorbereitet habe, kann Maria ja mal starten. Erst einmal würde ich sagen, weil man das sagen muss, sollte, whatever, Triggerwarnung an dieser Stelle, es geht in dieser Folge auch um Essstörungen und so weiter. Aber ich denke, das ist jedem hier bewusst, der diese Folge hört. Und das Ziel dieser Folge wird es einfach sein, den extremen Hunger so ein bisschen zu verstehen und euch auch Wege aufzuzeigen und ja auch, wie ihr damit umgehen könnt und so weiter. Und dann gehen wir auch auf unsere Geschichte ein. Und es soll eine schöne Folge werden, wo ihr einfach viel draus mitnehmt. Was ist denn eigentlich Extremhunger? Da muss ich wieder ein paar Notizen gemacht. Also Extremhunger ist eine intensive Form von Hunger, die vor allem nach einer Phase der Unterernährung oder restriktiven Diät auftritt. Der Körper versucht also den Mangel auszugleichen. Also wir reden hier, meistens sind das Leute, die sich viel was verbieten, die sich lange Zeit mit zu wenig Kalorien ernährt haben und dauerhaft auf Diät sind oder sowas in der Art. Das ist halt ein Hunger, der nicht aufhört. Und man hat trotzdem nach einer großen Mahlzeit noch ein Loch im Bauch und denkt, boah, ich könnte jetzt Berge verschlingen und so weiter. Und es hört da nicht auf. Und jetzt nicht mit Binge-Eating verwechseln, weil beim Extremhunger ist es so, er wird besser, wenn man isst. Also man sollte dem nachgehen. Wir gehen später auch noch auf Mythen ein. Das wird auch sehr, sehr interessant, weil es gibt so klassische Mythen beim Extremhunger. Weil man sollte dem nachgehen, weil der Körper möchte ja aus dem Zustand des Verhungerns rauskommen. Die meisten Leute, die diesen Extremhunger haben, sind auch sehr dünn, eher im Untergewicht. Weil durch diese Verzichte, die man gemacht hat, dachte der Körper immer, wenn man da was gegessen hat, ja, das ist die letzte Mahlzeit. Und das ist krass, wie das so funktioniert, so ein Extremhunger. Wir gehen später, wie gesagt, noch genau drauf ein, aber das ist keine Einbildung oder so. Das ist einfach nur ein Warnzeichen vom Körper, der möchte euch einfach nur das Leben retten, sage ich einfach mal. Was sind denn so die Ursachen? Wir können ja mal mit den körperlichen Ursachen anfangen. Also die Ursache ist meistens eben körperlich jetzt nach einer Diät oder eben in der Essstörung befindet sich der Körper im Überlebensmodus, in Anführungsstrichen. Also er signalisiert quasi durch Extremhunger, dass er Nahrung benötigt, um eben die Reserven aufzubauen. Genau. Und es gibt aber auch natürlich psychische Ursachen. Und zwar psychische, nicht physische. Ich habe psychische gesagt. Psychische, aber es heißt psychische. Psychische gibt es nicht. Psychische. Dann heißt psychische. Psychische. Ja. So, und zwar, man hat natürlich Angst vor dem Geschirrspüler. Hört ihr den eigentlich? Ich glaube, das hört man nicht so. Laut. Und zwar Angst vor dem Kontrollverlust. Also die Angst vor dem Kontrollverlust beim Extremhunger kann halt wirklich zu einem Teufelskreis führen, weil logisch hat man einen Kontrollverlust, wenn man ununterbrochen essen könnte. Und es ist natürlich, man hat den Hunger gar nicht unter Kontrolle. Und der Körper kämpft halt gegen die Reaktion an. Und das führt halt zu intensiven Hungergefühlen. Dann gibt es auch noch die physiologischen, die psychologischen. Nein, physiologische Reaktion. Ach so, stimmt, ja. Der Körper benötigt eben Zeit, um sich an eine normale Kalorienzufuhr zu gewöhnen. Und ja, das Gefühl des Nie-Satt-Werden ist quasi eine natürliche Reaktion dazu. Also das ist, boah, dieser Geschirrspüler, der lenkt mich richtig ab. Ja, also es ist normal, dass euer Körper braucht, bis er sich an die, in Anführungsstrichen, normalen Kalorien gewöhnt,
sondern er braucht halt erstmal dieses Übermaß. Hm. Und das Gefühl des Nie-Satt-Werdens, das ist halt normal in dem Moment. Also da muss man nicht denken, oh Gott, ist das jetzt schlimm, bleibt das jetzt für immer? Wir gehen auch gleich darauf ein, wie man da fortfahren sollte. Wir können jetzt ja mal auf die Symptome und die Zeichen des extremen Hungers eingehen. Genau, und zwar unter anderem kennt ihr das ja vielleicht auch, wenn ihr selbst das Gefühl habt, dass ihr extrem Hunger habt. Dieser starke Drang zu essen. Also ihr verspürt quasi das Bedürfnis, große Mengen an Essen zu euch zu nehmen und seid oft unabhängig davon, ob du gerade gegessen hast. Ob ihr gerade gegessen habt. Ja, oder ob ihr gerade gegessen habt. Also ihr esst und danach könnt ihr es wieder essen. Also es tritt einfach kein Sättigungsgefühl ein. Ihr könntet den ganzen Tag eigentlich essen. Die Gedanken kreisen sich nur ums Essen. Was esse ich jetzt, was esse ich morgen, was esse ich jetzt, dann später, dann danach. Ihr esst und bei der nächsten, ihr seid schon bei der nächsten Mahlzeit oder so. Ja. Dann halt auch mangelndes Sättigungsgefühl. Also ihr fühlt euch trotz großer Menge und trotz genügend Kalorien unterernährt oder sehr nicht gesättigt eben. Und dadurch kann natürlich auch Müdigkeit und Erschöpfung entstehen. Logisch, wenn man mehrere Mengen isst, das muss der Körper auch alles erstmal verarbeiten und so weiter. Und der Körper braucht natürlich Energie. Und Müdigkeit ist ein Zeichen dafür, dass er sie sich dringend zurückholen möchte. Und der Extremhunger, ich habe das ein bisschen falsch beschrieben, der Extremhunger ist halt schon mal ein Warnsignal für, gib deinem Körper die Energie. Das kommt, also der war die ganze Zeit vor dem Extremhunger oder während des Extremhungers im Überlebensmodus. Der brauchte Essen, der brauchte Trinken, also gut, wahrscheinlich mehr auf Essen, der brauchte Essen. Und wenn man sich eine Zeit lang, wirklich lange was verbietet, dann logisch, dass der Körper das irgendwann zurückbraucht, weil diese Mahlzeit, die ist dann weg. Es ist jetzt keine normale Diät, und wo man mal ein ganz leichtes Kaloriendefizit hat. Aber selbst bei einer Diät macht man immer ab und zu mal vielleicht einen Refeed Day oder ernährt sich vielleicht einen Tag auf Erhalt oder einen leichten Überschuss, um mal ein bisschen wieder zu Kräften zu kommen. Und beim Extremhunger ist es aber meistens so, dass davor wirklich eine lange, lange Diät gemacht wurde. Dann gibt es natürlich auch die emotionalen Symptome, also sowas wie Schuldgefühle, Scham, Angst kann alles auftreten, weil man hat das Gefühl, dass man eben die Kontrolle über das Essen verloren hat. Aber ja, ich würde einfach sagen, wie gesagt, es ist jetzt kein Kontrollverlust an sich, sondern halt einfach dem Hungergefühl nachgehen. Mhm. Ja. Wie geht man jetzt damit um? Genau, das ist eigentlich das Wichtigste bei der Sache, weil ich glaube, ihr wisst schon, dass ihr das habt oder seht es vielleicht auch ein. Und wenn ihr diese Folge hört, dann ist das ja schon mal der erste Schritt zur Einsicht zu sagen, okay, ich möchte das angehen. Oder ihr kennt vielleicht Leute nach dem Umkreis oder euch interessiert einfach nur das Thema, weshalb ihr diese Folge hört. Also Umgang, ganz, ganz wichtig, Akzeptanz und Vertrauen. Akzeptiert den extremen Hunger. So, es ist eine natürliche Reaktion eures Körpers und er zeigt sich halt, dass er sich das zurückholen möchte, was ihm in letzter Zeit vermutlich gefehlt hat. Und akzeptiert es, ihr könnt es nicht ändern in dem Moment. Wenn man Dinge nicht ändern kann, dann muss man sie akzeptieren. Und in diesem Moment, heute, kannst du es nicht ändern. Langfristig gesehen kannst du es ändern, aber du musst akzeptieren, dass es einen gewissen Weg dafür gibt. Und vertraue deinem Körper. Dein Körper weiß, was er braucht, um dir zu helfen oder um euch zu helfen. Da gab es auch nicht irgendwie Videos, ja, was esse ich wann und so. Der Körper, das ist ein Wunder, der zeigt dir, was du essen sollst. Also deswegen ist auch eine intuitive Ernährung eigentlich die beste, weil der Körper holt sich das, was er braucht. Ja. Und versucht auch, also keine Restriktion, also versucht dir nichts zu verbieten oder versucht euch nichts zu verbieten. Also, weil strikte Regeln und alles verschlimmern einfach nur den Extremhunger. Also versucht nicht, euch krass einzuschränken. Genau, dann ist es halt wieder so ein Verzicht. Und
Leute, wir wollen uns nicht verzichten, also wir essen bitte alle das, was wir wollen. Wenn ihr extrem Hunger habt und was wir jetzt auch sagen, das bezieht sich auch wirklich nur auf die Leute mit extrem Hunger. Wenn ihr eine Normalperson seid, die gar keinen Bezug zum Food-Fokus oder irgendwas hat, dann ist es ja okay, dass man mal sagt, na gut, ich will jetzt mal ein bisschen auf meine Ernährung achten oder ich möchte jetzt nicht jeden Tag eine Pizza essen oder so oder über meinen Hunger hinaus essen. Gut, das tut man beim Extremhunger ja nicht, aber ihr wisst schon, was ich meine. Dann ist es ja okay, dann kann man mal sagen, nee, ich kaufe mir jetzt lieber nicht die Chips, weil sonst habe ich die da. Dann ist es ja okay, aber dann machen das die Leute mit einem ganz anderen Hintergrundgedanken als Mädels oder Jungs, die meistens Mädels, die eine Essstörung haben. Deswegen, wenn ihr extrem Hunger habt, dann esst. Holt euch das, worauf ihr Bock habt und esst, weil die Zeit geht auch vorbei. Und wichtig ist auch dabei, achtsam essen. Also langsam und bewusst. Also nehmt euch die Zeit, um zu essen und genießt es, weil ihr mögt auch essen. Also warum schnell essen? Ihr könnt genießen, damit ja, ihr auch dann lernt, auf euren Körper zu hören, weil je langsamer ihr esst, desto bewusster ist das einfach. Und dann erkennt ihr vielleicht auch dann irgendwann eure Bedürfnisse. Also esst das, was der Körper braucht und der Körper weiß, wann er genug hat. So, das wird er euch signalisieren und es kann eine Weile dauern, bis ihr zu dem Punkt kommt, aber ich bin mir sicher, also es ist faktisch einfach so, irgendwann kommt der Punkt. Deswegen macht euch da nicht verrückt. Es gibt vielleicht eine Phase in der Zeit, wo ihr euch nicht super, super wohl fühlt in eurem Körper, weil ihr vielleicht zunehmen werdet, weil ihr vielleicht nicht euer Wunschgewicht haben werdet, aber wenn dann der Extremhunger weg ist, dann pendelt sich das auch alles wieder ein. Wir hatten zum Beispiel, wir mussten ungefähr 20 Kilogramm zunehmen, um unsere Periode wieder zu bekommen. Aber wir wiegen jetzt nicht 20 Kilo mehr als früher aktuell. So, es hat sich wieder eingependelt. Wir haben bestimmt 5, 6 Kilo wieder aus Intuition abgenommen. Nicht, weil wir abnehmen wollten, sondern weil wir einfach intuitiv gegessen haben und hat sich unser Setpoint-Gewicht quasi eingependelt. Und trotzdem haben wir einen normalen Zyklus. Genau, trotzdem haben wir einen normalen Zyklus, alles gesund, wir haben uns nicht verboten. Was auch noch helfen kann, ist emotionale Unterstützung. Also vielleicht eine Therapie kann helfen, eben auch die psychischen Ursachen des extremen Hungers zu verstehen und auch zu behandeln. Also ja, es gibt auch Selbsthilfegruppen. Oder setzt euch vielleicht mit anderen Mädels zusammen, die das Problem auch haben. Sucht euch spezifisch Influencer raus bei Instagram, TikTok, YouTube, zum Beispiel uns quasi, die so einen Content bringen zu Recovery oder so. Recovery. Vielleicht extrem Hunger direkt, Essstörung und so weiter, weil uns hat das damals immer extrem geholfen, wenn wir sowas schauen. Wir haben dann zum Beispiel die Woche ein YouTube-Video gedreht, wo wir uns einen Tag lang so ernähren wie in einer Klinik, wo Essgestörte hinkommen. Also Tagesklinik oder wie auch immer. Und das hat mir damals immer extrem geholfen, das anzuschauen, weil ich dachte mir dann, ja, wenn sie das kann, dann kann ich das doch auch. Und so, und das tut total gut und ich finde es auch mega interessant, so was es da so gibt. Deswegen schaut euch das auf jeden Fall an. Habt auf jeden Fall auch realistische Erwartungen. Also es ist halt wichtig zu verstehen, dass eine Heilung Zeit braucht und der Extremhunger verschwindet halt nicht über Nacht. Stellt euch mal vor, wie lange seid ihr vielleicht in dieser Essstörung? Wie lange verbietet ihr euch schon was oder macht euch Gedanken ums Essen? Dann kann man nicht erwarten, dass man innerhalb von 1, 2, 3 Tagen das alles wieder wegbekommt. Wenn ihr vielleicht Unterstützung braucht, Werbung an dieser Stelle. Wir bieten auch ein 1:1 Coaching an. Wir bieten es ja einmal im Bereich Fitness an, wo wir Leuten helfen, Muskeln aufzubauen, abzunehmen, eher mit einem anderen Hintergrundgedanken. Wir erstellen aber auch Ernährungspläne und Trainingspläne, aber eben auch das 1:1 Coaching im Recovery-Bereich. Wir haben wirklich schon vielen, vielen Mädels da draußen geholfen und es macht uns einfach immer wieder so glücklich, wenn wir die Erfolge sehen. Genau, wenn wir die Nachrichten lesen oder Audios anhören. Oh mein Gott, Annabel Maria, ich habe das erste Mal wieder ein Stück Kuchen gegessen seit 5 Jahren und
es war so gut und ich habe kein schlechtes Gewissen mehr. Und das ist so, so toll, wenn man merkt, okay, es geht voran, es gibt Erfolge und dann denkt man, Leute, jeder kann es schaffen. Auch nach 10 Jahren Essstörung kann man es schaffen. Schreibt uns einfach, wenn ihr daran Interesse habt. Ansonsten findet ihr bei Spotify in der Information oder bei YouTube in der Videobeschreibung Links zum Impressum, zu dem Coaching, whatever. Schaut euch gerne mal rein. Bucht euch ein kostenloses Erstgespräch, dann telefonieren wir erstmal und schauen, ob wir überhaupt zu euch passen und ob ihr zu uns passt. Werbung. Persönlichen Coaching. Werbung Ende an dieser Stelle. Jetzt kommen wir mal zu den Mythen und vielleicht auch zu den Missverständnissen, wenn es um das Thema Extremhunger geht. Genau, Mythos Nummer 1. Extremhunger ist nur Einbildung. Viele glauben immer, dass der Extremhunger nur psychisch bedingt ist, aber es gibt echte physiologische Gründe dafür. Ja, also es ist, wie wir hatten es ja eigentlich schon so erwähnt, dieses, der Körper holt sich das zurück, was er braucht. Der ist quasi bei minus 50% so ungefähr und muss erstmal wieder auf 100% uploaden. Und deswegen hat er dieses extreme Verlangen, so schnell wie möglich aus diesem Überlebensmodus rauszukommen. Oder er muss gegebenenfalls sogar auf 110%, um dann wieder kurz mal zu entspannen und dann wieder auf 100 zu gehen. Mit ja. Das war jetzt mit dem Setpoint-Gewicht vielleicht so. Also erstmal muss man vielleicht ein bisschen mehr zunehmen, aber es regelt sich dann wieder ein. Und man muss dann, also es gibt, ich kann jetzt nicht gut reden mit dem Gewicht, weil es gibt halt die Phase, wo ihr euch dann vielleicht nicht so wohl fühlt. Das hatten wir auch, aber das geht auch vorbei. Das ist nicht lange. Das ist vielleicht mal, sind ein paar Wochen, ein paar Monate, vielleicht auch ein Jahr, aber das sind jetzt keine 10 Jahre. Deswegen macht euch da nicht verrückt, es ist nur ein Körperbild und die wenigsten wiegen 30 Kilogramm über dem Setpoint-Gewicht, dass man denkt, oh, die ist aber jetzt wirklich fettleibig, das ist eigentlich nicht so. Wenn man sich normal ernährt, dann passiert das nicht. Mythos Nummer 2, ich werde immer so viel essen. Also Leute, der Extremhunger ist wirklich temporär. Also sobald der Körper das Gefühl hat, ausreichend versorgt zu sein, normalisiert sich das Essverhalten auch wieder und somit auch das Gewicht. Also irgendwann wird der Körper sagen, okay, jetzt habe ich genug und dann habt ihr diesen Extremhunger gar nicht mehr. Dann habt ihr einen, ich sag mal, ich nenne es einfach mal normalen Hunger. Ihr habt nicht mehr dieses Loch im Bauch, sondern irgendwann seid ihr halt satt und ihr werdet immer eher satt. Bei mir ist es zum Beispiel so, ganz früher, da, wenn ich Hunger hatte oder so, dann es hat mich immer so aus dem Leben genommen, ich musste direkt was essen und dann war ich komplett ausgenockt. Jetzt ist das auch so, aber jetzt ist es so, wenn ich Hunger habe, dann weiß ich, ah okay, ich habe Hunger, aber wir sind ja in einer halben Stunde im Restaurant oder so. Manchmal esse ich dann vielleicht doch noch was Kleines davor, aber ich kann viel besser mit dem Hunger umgehen und der nimmt mich nicht mehr, reißt mich nicht mehr so aus dem Leben. Also der Umgang mit dem Hunger ist schon viel, viel besser und dieser Dauerhunger ist weg. Und es gibt auch einen dritten Mythos, der heißt, es ist falsch, dem Hunger nachzugehen. Aber Leute, das Gegenteil ist der Fall, weil geht dem Hunger nach, das gehört mit zum Heilungsprozess. Also das ist ganz, ganz entscheidend für die Heilung. Deswegen, wenn ihr das nicht macht, dann bleibt der Extremhunger, der geht da nicht weg. Also die einzige Lösung für den Extremhunger ist, dem extremen Hunger nachzugehen. Also esst und fresst. Also und ja, wie gesagt, esst, solange ihr Hunger habt. Wenn ihr merkt, ich platze, dann habt ihr den Hunger, dann habt ihr weit über dem Extremhunger gegessen. Aber esst so lange, wie es euch gut tut. Genau, weil wir können es nur oft genug sagen, es ist, also der Körper, der holt sich das halt alles wieder zurück. Wir haben damals zum Beispiel oft über unseren Hunger gegessen. Ja. Also dass wir wirklich, wie gesagt, wir haben ja schon mal gesagt, dass wir so viel gegessen haben, dass wir unser Porridge so groß gemacht haben, dass wir teilweise auch draußen noch spazieren gehen mussten, um das zu verdauen, weil wir sonst gefühlt gar nicht zum Bauch mehr einziehen konnten oder sowas. Also und genau, packt auch nicht so viel Volumen rein in das Essen. Ja, genau. Esst eher kaloriendichtere Lebensmittel. Und meine, man kann Obst und Gemüse essen, aber jetzt keine 500 Gramm Gemüsebowls und mit Flohsamschalen, mit Quark und whatever oder mit Wasser. Und
ins Porridge oder so. Oder Blaubeeren, sondern macht euch ein schönes Brot, ein Müsli, was auch immer. Macht euch meinetwegen auch einen Quark, aber vielleicht einen Vollfettquark oder meinetwegen einen Magerquark, aber packt da Nüsse drauf, packt da Granola drauf, irgendwie irgendwas fancy. Es muss nicht zwingend was nicht so Nährstoffreiches sein. Also es muss nicht zwingend die Schokolade sein oder die Smarties. Kann es natürlich sein, aber es geht einfach nur darum, geht dem Hunger nach. Und ich würde sagen, wir hatten nie extrem Hunger. Wir hatten zwar immer Cheat Days, meistens so einmal die Woche. Die haben wir auch gebraucht, aber so extrem Hunger an sich selten. Also na gut, hatten wir da mal eine Frage? Wir hatten schon extrem Hunger, aber wir sind dem nicht nachgegangen. Und durch die Cheat Days haben wir das so ein bisschen kompensiert. Ja, nur weil du sagst, man braucht, man muss dem nachgehen, um da rauszukommen. Ja, ja, ja. Ja, wir hatten die Cheat Days, die uns da so ein bisschen, was uns auch immer geholfen hat, was mir gerade einfällt, als wir im Urlaub immer waren. Weil im Urlaub sind wir dem Hunger immer nachgegangen eigentlich. Ja, da mega. Da, klar, hat man teilweise auch gegessen, wenn man eigentlich gar keinen Hunger hatte, aber im Urlaub ist ja auch so halt. Da haben wir gedacht, ach, im Urlaub kann man sich alles erlauben. Hm. Auch falsche Einstellung, aber ich glaube, diesen direkten Extremhunger hatten wir gar nicht. Ja. Aber man hat wohl ab und zu mal so eine Phase. Das habe ich, manchmal habe ich auch jetzt noch so eine Phase, also das ist nur so, wo ich denke, also entweder, wenn ich den Tag über weniger gegessen habe oder aktiv war, dass dann abends dann denke ich, ich muss jetzt noch mal ein bisschen Erdnussbutter löffeln oder so, dann mache ich das auch, weil ich das Gefühl habe, mein Körper signalisiert mir das, okay, aber brauchst du noch ein bisschen mehr Energie und dann mache ich das auch. Aber so eine Extremhungerphase, so lange hatten wir, glaube ich, so extrem nicht. Und ja, wir haben das sowieso, als wir zugenommen haben, haben wir uns ein Kalorienziel gesetzt und haben wir immer so, keine Ahnung, 3.000, 4.000 Kalorien gegessen. Dann haben wir auch zugenommen und dann hatten wir auch den Extremhunger gar nicht mehr, weil wir uns auch gar nicht mehr sowas verboten haben und dann eigentlich auch gar nicht so Hunger hatten. Das war eigentlich voll gut für die Zunahme, dass wir uns die Kalorienzahl gesetzt haben. Also ich finde das gut, also da können wir auch mal eine extra Folge zu machen. Aber ich glaube, wenn man wirklich das Ziel hat, zuzunehmen und weiß, okay, man kriegt das nicht hin, setzt euch ein Kalorienziel, was nicht zu niedrig ist. Also wir machen das auch immer gerne mit einer Coaching-Teilnehmerin. Wir hatten damals auch ein Kalorienziel. Das passt jetzt nicht zu dieser Folge, aber wir hatten das gesagt, wir ziehen das jetzt so lange durch, egal was passiert, bis wir unsere fucking Periode wiederbekommen. Und wir haben uns eher schlecht gefühlt, wenn wir einen Tag weniger gegessen haben als unsere 3-5 oder was wir da gemacht hatten. Und ja, wir haben das auch durchgezogen. Und da war es auch egal, mit was wir die Kalorien füllen. Hauptsache, wir füllen die. Also klar, wir haben schon auf Proteine und Fette geachtet, aber wenn da jetzt Schokolade dabei war, dann Sahne. Ich muss sagen, es war nicht immer so, ich hätte manche Dinge anders gemacht. Ich muss also nicht den ganzen Eispott löffeln. Aber in dem Moment hat einem das vielleicht auch gefehlt, die letzte Zeit. Und dann war das vielleicht mal gut, das zu machen. Ja, die sind den Cravings aber nachgegangen. Ja, und das ist schon geil. Ich liebe Eis einfach so. Ja. Naja, das können wir aber mal in einer anderen Folge auch besprechen. Auch ja, mega. Also das war jetzt die Folge. Wir hoffen, wir konnten euch damit in gewisser Weise helfen. Wie gesagt, wenn ihr noch weitere Hilfe braucht, schreibt uns. In der Beschreibung findet ihr auch den Link zu unserem Coaching. Nochmal Werbung an der Stelle. Ja, geht dem nach. Sucht euch Hilfe, wenn ihr merkt, dass ihr nicht alleine rauskommt. Das hilft extrem. Unterstützung, Leute suchen, Coachings, Therapien, Selbsthilfegruppen. Aber geht den ersten Schritt und dass ihr die Folge gehört habt und das vielleicht sogar einseht, ist der erste Schritt zur Besserung. Das heißt, das ist schon mal der erste Schritt. Und der nächste Step ist zu sagen, ich lege jetzt los und gehe dem nach. Keine Angst haben oder wenn man Angst hat, einfach die Angst überwinden. Ich habe ultra Angst vor der Dunkelheit und trotzdem denke ich an, aber du gehst jetzt in diesen dunklen Raum rein. Ich finde, Ängste überwinden, das reizt mich auch ja, so. Ja, voll. Sonst würde ich auch nicht aus dem Flugzeug springen. Ja, wir sind schon mal, also das klingt, wir sind Fallschirm gesprungen. Ja, deswegen. Genau. Und ich, klar, dass ich Angst habe, aber so, du musst das jetzt machen. Wenn du Angst hast, musst du es machen. Ja, und dann denke ich, gerade dann muss man es machen. Wenn ich sterbe, dann ist es so, dann soll es so sein. Aber ich muss es nicht. Und ihr werdet nicht sterben, Leute, wenn ihr dem Extremhunger nachgeht. Genau, eben. Ihr werdet eher andersrum. Deswegen
Macht das, Leute, die Gesundheit ist super wichtig und es ist nur eine Zeit. Das Leben ist hoffentlich für jeden noch so lang. Und was machen die paar Wochen, Monate, ein, zwei Jahre aus, in der ihr diese Phase durchlebt? Deswegen fangt jetzt an, denn umso eher habt ihr es auch geschafft. Ich würde sagen, es war ein schöner Abschluss. Wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Da habe ich auch wieder ein sehr, sehr cooles Thema vorbereitet. Und schaut gerne mal Instagram, TikTok vorbei. Alle Links findet ihr in der Videobeschreibung bei Spotify irgendwo. Und wir hören uns dann nächsten Sonntag 12 Uhr wieder bei Twins Talk. Ciao!